Hallo, darf ich noch mal um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ja, wie vielleicht einige von Ihnen bemerkt haben, war ich bis vor dem Demonstrationszug noch hier im roten T-Shirt am Stand der Stuttgarter Stimmenverstreuner zu finden. Jetzt stehe ich hier in Blau vor Ihnen und darf in anderer Sache zu Ihnen sprechen. Mein Name ist Carina Sophia Hauser und ich bin Beisitzerin im Landesvorstand Baden-Württemberg der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz oder auch kurz die Tierschutzpartei genannt. Wie zahlreiche andere Parteien auch, wurden auch wir heute dazu eingeladen, hier zu sprechen und unsere politische Haltung bezüglich der Streunertötungen in Europa zu äußern. Dieser Einladung bin ich sehr gerne nachgekommen und freue mich nun sehr, dass ich nun noch zu Ihnen sprechen darf. In fast allen EU-Mitgliedstaaten in Süd- und Osteuropa werden jedes Jahr Hunderttausende streunende Katzen und Hunde qualvoll getötet. Sie werden vergiftet, vergast, erschlagen oder bei lebendigem Leib verbrannt, um sich ihrer zu entledigen. Und das, obwohl seit langem bekannt ist, dass nur flächendeckende Kastrationsprogramme langfristig eine Lösung zur Eindämmung von Streunerpopulationen sein können. Qualvolle Tötungsaktionen sind keine und dürfen vor allem keine Lösung sein. Am schlimmsten sind die Verhältnisse derzeit in Rumänien. Dort wird, wie Sie alle wissen, seit letztem Herbst auf grausamste Art und Weise gegen die Streunerhunde vorgegangen. Und genau aus diesem Grund stehen wir heute alle hier, um gegen diese unmenschliche und barbarische Hetzjagd gegen die rumänischen Streunerhunde ein deutliches Zeichen zu setzen. Denn trotz verbindlicher Richtlinien und Gesetze, die eindeutig festlegen, dass Tiere vor Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten zu bewahren sind, sind grenzenlose Tierquälerei und Tierausbeutung in der Europäischen Union nach wie vor an der Tagesordnung. Das im September 2013 ratifizierte Gesetz zur Tötung der Straßenhunde verstößt gegen sämtliche zuvor von Rumänien unterzeichneten Verträge. So verstößt das Gesetz erstens gegen das Europäische Übereinkommen zum Schutz von Heimtieren, ich zitiere, Ausnahmen von den in diesem Übereinkommen niedergelegten Grundsätzen für das Fangen, Halten und Töten von streunenden Tieren können nur gemacht werden, wenn sie im Rahmen staatlicher Programme zur Bekämpfung von Krankheiten unvermeidbar sind. Zweitens verstößt das Gesetz gegen den Vertrag von Lissabon und drittens gegen die Amsterdamer bzw. gegen die Maastrichter Richtlinien. Wenn das Gesetz nun also gegen diese ganzen Verträge verstößt, dann fragen Sie sich sicherlich zu Recht, warum niemand etwas gegen dieses unermessliche Leid der rumänischen Straßenhunde unternimmt. Fakt ist leider Gottes, die Europäische Union hat bislang keinerlei rechtliche Grundlage, um gegen das Mitgliedsland Rumänien vorzugehen. Im Vertrag von Lissabon wurde der Bereich Straßentiere in die Entscheidungskompetenz der nationalen Regierungen gelegt. Und genau an dieser Stelle möchte ich nun Herrn Stefan Eck, unseren Bundesvorstandsvorsitzenden und Spitzenkandidaten für die kommenden Wahlen zur Europäischen Union, ich möchte Herrn Stefan Eck zitieren, den Bundesvorstandsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz für die bevorstehenden Europawahlen. In den Verträgen von Lissabon wurde der Bereich Straßentiere in die Entscheidungskompetenz der nationalen Regierungen gelegt. Hier genau muss angesetzt werden. Der Umgang mit Straßentieren muss durch EU-Richtlinien und Verordnungen geregelt werden. Der betreffende Paragraph im Vertragswerk muss also dementsprechend geändert werden. Und dafür werde ich mich einsetzen, wenn ich gewählt werde. Aber eine Vertragsänderung ist in der Regel ein langwieriger Prozess. Deshalb werde ich kurzfristig auf alle Parlamentarier einwirken, ein persönliches Veto zum Hundemassaker bei der Regierung in Rumänien einzulegen. Die Regierung Rumäniens müsste durch alle EU-Abgeordneten unter Druck gesetzt werden. So viel zu unserem Spitzenkandidaten. Konkret bedeutet das nun, dass wir von der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz uns mit Nachdruck dafür einsetzen werden, dass der Vertrag von Lissabon, also das Regelwerk der Europäischen Union, umgehend in Bezug auf den Umgang mit Streunerhunden hin überarbeitet wird und ein Verbot von Tötungen von Streunertieren verbindlich festgeschrieben wird. Andernfalls kann nach wie vor von europäischer Tierschutzpolitik keine Rede sein. Und deshalb lauten... Danke.
genau deshalb lauten unsere politischen Forderungen an die Europäische Union. Erstens, für Tierschutzangelegenheiten ist eine eigenständige und mit weitgehenden Befugnissen ausgestattete europäische Tierschutzbehörde zu schaffen, die die Aufgabe hat, neue europäische Tierschutzrichtlinien zu erarbeiten. Zweitens, zum Schutz von sogenannten Heimtieren ist eine europaweit gültige Verordnung zu schaffen hinsichtlich artgerechter Haltungsbedingungen. Darin gilt es, ein Verbot von Streunertieren verbindlich festzuschreiben. Und drittens fordern wir, dass die längst überfällige Einführung eines EU-weiten Verbandsklagerechtes für anerkannte Tierschutzorganisationen sowie die Einsetzung eines EU-Tierschutzbeauftragten in jedem Mitgliedstaat. Wir dürfen nicht länger schweigen, wenn in der Europäischen Union Streunertiere durch Vergiften mit Frostschutzmitteln oder mit Essiginjektionen oder einfach durch Verhungern und Verdursten lassen, kostengünstig entsorgt werden. Denn nicht nur die Hunde in Rumänien leiden, nein, auch wir Tierschützer und Tierschützerinnen leiden. Denn unsere Anliegen, Proteste und Bitten werden ignoriert oder sogar belächelt. Das darf so nicht weitergehen. Und das muss es auch nicht. Wie Sie sicherlich alle wissen, ist die 3%-Hürde, die bisher in Deutschland galt, um in das Europäische Parlament einzuziehen, gefallen. Wenn uns nun so viele Menschen wählen wie bei den letzten Europawahlen, dann bekommen wir einen Sitz im Europäischen Parlament. Wenn wir aber noch fleißig weiter mobilisieren und unsere Freunde, Verwandten und sonstigen Bekannten dazu animieren, die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz zu wählen, dann werden es vielleicht sogar 2 oder 3 Sitze. Außerdem kandidieren europaweit 6 weitere Tierschutzparteien. Konsolidierungsgespräche unsererseits mit den 6 anderen Tierschutzparteien zur Bildung einer eigenen Fraktion, eventuell sogar, im Europäischen Parlament haben bereits stattgefunden. Lassen Sie uns am kommenden Sonntag, den 25.05.2013, in die Wahlkabinen gehen und ein historisches Zeichen für den Tierschutz in Europa setzen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Tierschutz nicht länger ein Randthema und ein bloßes Lippenbekenntnis in der EU bleibt. Keine der etablierten Parteien hatte bisher den Mut oder die Einsicht gezeigt, Tierschutz ganz oben auf die Agenda zu setzen. Lassen Sie uns das gemeinsam ändern. Wählen Sie die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz ins Europaparlament und geben Sie durch Ihre Wahl den Stimmlosen in Europa endlich eine Stimme. Vielen Dank. Bravo. Dankeschön. Bravo. Dankeschön. Ja? Sehr gut gemacht.